Die Universität Koblenz-Landau ist vielen Studenten in der Ukraine gut bekannt. Alljährlich im Laufe von 25 Jahren ermöglicht Aktivität des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz das Studium an dieser Hochschule für eins oder zwei begabten jungen Germanisten aus der Ukraine. Wir versuchen mit der jungen Generation die Zukunft zu eröffnen, ihnen auch Arbeitsplätze zu verschaffen oder sie zu qualifizieren, dass sie einen guten Arbeitsplatz haben können. Es geht uns darum, die junge Generation, sozusagen die Generation unserer Enkel, weiter zu fördern. Diese moderne Universität hat lange Geschichte und eigene Traditionen. Wir sind eine Hochschule, die in der Lehrerbildungstradition steht. Wir bilden Lehrerinnen und Lehrer für alle Schularten. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Etwa 60% unserer Studierenden studieren Lehrämter, aber eben 40% studieren etwas anderes, zum Beispiel Umweltwissenschaften, zum Beispiel Sozialwissenschaften, zum Beispiel Psychologie. Und was steht zur Verfügung den heutigen Studenten? Den heutigen Studenten steht viel mehr zur Verfügung als etwa meiner Generation. Es studieren ja etwa 40-45% eines Jahrganges. Und da muss das Studium anders organisiert werden, wie wenn 4, 5 oder 10% eines Jahrgangs studieren. Das heißt, das Studium ist sehr stark durchorganisiert, sehr stark kontrolliert, auch in gewisser Weise verschult, zumindest das Bachelorstudium. Im Masterstudium kann dann mehr forschungsorientiert gearbeitet werden. Welche Vor- und Nachteile hat dieses Bologna-System? Dieses Bologna-System hat den Vorteil, dass es Studierenden relativ schnell Klarheit gibt über die Anforderungen, Klarheit auch während des Studiums gibt, ob man erfolgreich ist. Es ist nicht alles auf die Abschlussprüfung hin angelegt, also es ist sehr stark durchorganisiert. Der Nachteil davon ist, dass das Studium natürlich durch die Verschulung kontrolliert ist, die Freiräume kleiner geworden sind, obwohl ich sage, das Studium ist immer noch im ganzen Leben ein Raum, in dem man mehr Freiheiten hat als etwas später, wenn man im Beruf steht. Müssen die Studenten bezahlen für ihr Studium? Nein, die Studenten müssen in Rheinland-Pfalz keine Gebühren bezahlen. Es gibt einige wenige Bundesländer, in denen Gebühren bezahlt werden müssen, etwa 500-600 Euro pro Semester. Aber in Rheinland-Pfalz kann man völlig gebührenfrei studieren. Im Jahre 2008 habe ich diese Möglichkeit erhalten und ich habe hundertprozentig, glaube ich, diese Möglichkeit genutzt. Vor allem, ich habe meine Sprachkenntnisse vertieft und verbessert. Sogar ich habe viele Materialien von meiner Masterarbeit, also erst Bachelor und dann Masterarbeit, in der Bibliothek zu Uni Landau, Koblenz-Landau gesammelt. Und eigentlich dieser Studienaufenthalt hat mir wirklich Kräfte gegeben und ich war danach sicher, dass ich das Studium in Deutschland auch schaffe, also dass ich das machen kann. Und deswegen habe ich danach auch das probiert und geschafft. Die gewonnene hier Erfahrung gibt den studierenden Gästen vom Ausland eine Möglichkeit, nicht nur ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und neue Fertigkeiten zu beherrschen. Sie trägt zu ihrer künftigen Karriere bei. Ich hatte eine Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Ich hatte ein Stipendium bekommen, um ein Jahr in Deutschland zu verbringen, in einer Universität, ohne Diploma zu bekommen. Das war das Technische Universität von Kaiserslautern. Und ich hatte die Möglichkeit, ein halbes Jahr einen Deutschkurs zu nehmen, ein intensives Deutschkurs zu studieren und dann ein halbes Jahr könnte ich verschiedene Studien, die für mich interessant waren, zu besuchen. In der Ukraine studiert man ein bisschen anders. Das vieles Material hier ist von Lektor gegeben und in Deutschland soll man ein bisschen mehr alleine zu untersuchen. Und auch, was mir in Deutschland gefällt, dass die Studien mehr praktisch sind, näher zu dem Vertrieb und dem, was du auf deinem Arbeitsplatz zu machen wirst. Was vertreten Sie jetzt? Ich vertrete jetzt einen Abteil an der Universität, der sich mit großen europäischen Projekten
beschäftigt, nämlich die Horizont 2020 Projekten. Und da kann ich sagen, dass auch deutsche Sprache bringt mir gute Möglichkeiten, weil ich war schon zweimal in Deutschland bei einer kurzen Seminarenkursen und habe ganz viele Kollegen aus Deutschland, mit denen kann ich kommunizieren und ein bisschen sich mehr komfortabel zu fühlen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Wirtschaftswachstum und Umweltschutz gleichermaßen gelingen, in der Ressourcen geschont werden, in der der Klimawandel gestoppt ist und in der Menschen aktiv und gesund altern. Forschung und Innovation tragen dazu bei, Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Wachstum, Arbeitsplätze, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit von Europa in einer globalisierten Welt hängen von exzellenter Forschung und Innovation ab. Bei allen Anstrengungen steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist ein Programm, ein großes europäisches Programm. Der Name ist Horizont 2020 und eigentlich das ist ein Fonds von über als 80 Milliarden Euro, die für verschiedene Ziele Projekten vertreten. Zum Beispiel, das können auch ganz wissenschaftliche Projekte sein und eigentlich die Projekte von einigen Menschen, die irgendwelche sehr innovative Ideen haben und ihre Ideen schon irgendwelche Grund haben, dann brauchen sie noch das Geld, um das weiterzuentwickeln. Aber gleichfalls, das sind auch die Projekte, die Wissenschaft mit einfachen Betrieben verbindet und wo teilnehmen können auch nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Betriebsleute, verschiedene unabhängige Organisationen, einige Personen. Das sind ganz viele Fachrichtungen, über die man den ganzen Tag erzählen kann. Aber sonst ist es sehr interessant und eigentlich, es gibt schon einige Projekte aus in der Ukraine, nämlich aus in Uzhgorod Nationaluniversität. Es ist ein Projekt, der von unseren Kollegen aus physischer Fakultät gewonnen ist und der bringt ganz viele Möglichkeiten nicht für einfache Wissenschaftler, sondern auch für alle anderen, weil unter diesem Projekt soll auch ein neues Laboratorium gebaut werden. Das ist eigentlich das erste Projekt in Uzhgorod, die von diesem Programm realisiert wird. Aber insgesamt in der Ukraine es ist schon mehr als 60 Projekte unterstützt unter diesem Programm. Und sind die Menschen aktiv dabei? Es ist schwer zu sagen, weil vorige Programme von Europäischen Union waren ein bisschen anders. Die waren ein bisschen mehr allein an die Wissenschaft mit den Wissenschaft verbunden. Und jetzt es ist schon, wie ich gesagt habe, ein bisschen mehr praktisch. Die Europa will nicht nur Wissenschaft insgesamt zu entwickeln, aber dass diese Lösungen, die von Wissenschaftlern gefunden sind, werden auch im Leben realisiert. Das Geld soll nicht auf der Universität bleiben und irgendwo in dem Keller verbunden sein, das Wirtschaft aktivisieren und die neue Lösungen für viele Menschen zu finden. Und weil diese Projekte sich auch nicht an ganz kleine Regionen anpassen, sondern auf die große europäische Fragen lösen sollen, deswegen es ist nicht immer so leicht, die Partnerin zu finden, die richtige Projekte zu schreiben, weil es ganz viele
Kleinigkeiten gibt, die man in diesem Projekt beschreiben soll. Größte Teile von den Projekten, es ist insgesamt von 8 bis 30 Partner in Projekt verbunden, in einem Projekt. Wie oft hört man, dass das Ausbildungssystem früherer Zeiten viel wirksamer war? Man kann 100 Male über Vor- und Nachteile moderner Schulen diskutieren. Unverändert bleibt einziges: Wenn ein Schüler mehr wissen will, kann er diese Möglichkeit haben. Und heute mit Internet ist es viel leichter als früher. Dabei spielt keine Rolle die Tatsache, wo dieser Schüler wohnt und welche Schule besucht. Wie wird das Ausbildungssystem in Österreich organisiert? Versuchen wir heute zu klären. Schule, Bildung ist in Österreich kostenlos. Der Zugang, und das sehe ich als Positives in unserem Land, ist für jeden frei zugänglich. Von den Schulbüchern über Schulfahrten, also wenn der Schulweg etwas länger dauert, um in die Schule zu kommen, das ist kostenlos. Die Bildung beginnt im Kindergartenbereich, das aber ein freiwilliger Bereich ist für Eltern und auch die Anbieter wie private oder auch die Stadt Villach. Das heißt, man kann in Kinderbetreuung ab einem Jahr gehen. Mit 5 Jahren gibt es eine Kindergartenpflicht. Das heißt, die Kinder werden für die Schule vorbereitet, 1 Jahr vor dem Schuleintritt. Dann gibt es diese Aufteilung Grundschule 4 Jahre, wir nennen es Volksschule, dann 4 Jahre Hauptschule, 1 Jahr Polytechnische Schule zum Beispiel, also 9 Pflichtjahre oder Kindergarten, Volksschule 4 Jahre oder ein Gymnasium mit 8 Jahre und dem Abschluss der Matura. Man kann aber nach dem 4. Jahr, also mit 14, in eine höherbildende Schule gehen, berufsbildende, wie in eine HTL für Möbelbau, IT, Technik. Man kann in einen Tourismusbereich gehen, man kann in einen Sozialgesundheitsbereich gehen, wiederum 4, 5 Jahre mit Matura, später Universität, Fachhochschule oder die Ausbildung zu einem Beruf, also eine Lehre mit 3 bis 4 Jahren der Berufsschule. Es ist flexibel für die Jugendlichen, für die Kinder, auch für die Eltern, nämlich für sie selbst den Schwerpunkt, den sie haben, die Stärke, die sie haben, entwickeln zu können in einem bestimmten Bildungsbereich. Welche Möglichkeiten haben die Schüler, Sport zu treiben neben der Schulunterricht? Sport ist ein wichtiger Bereich, Bewegung in der Pflichtschule, in der Grundausbildung mit einem gewissen Stundensatz belegt. Es gibt aber Schulen mit dem schulautonomen Schwerpunkt Sport im Bereich Alpinski, im Bereich Nordic, im Bereich Fußballakademie, Eishockeyakademie, Golfakademie. Es gibt verschiedenste Bereiche. Also wiederum können Kinder mit ihren Stärken gefördert werden im sportlichen Bereich. Ein Beispiel dazu ist diese Sportschule in Stadt Villach. Das Schulgebäude stammt aus 70er Jahren. Und schaut ungefähr so aus, wie viele ähnliche in unserem Land. Hier lernen 220 Schüler. In jeder Klasse sind maximal 24 Kinder. Außer gemütlichen Bibliothek, die die Schüler und Schülerinnen besuchen, wenn sie ein Projekt im Unterricht machen, gibt es hier einen Medienraum, wo die Kinder ins Internet gehen können. In der Schule gibt es Nachmittagsbetreuung für die Schüler und Schülerinnen, die sie brauchen. Aber besonders besuchenswert ist der große, modern eingerichtete Sporthalle. Wir sind also eine Sportschule, das heißt, wir haben also Schwerpunkt Sport. Die Schüler haben normalerweise bei uns in Österreich pro Woche 3 Stunden Sportunterricht. Es gibt einen sportlichen Eignungstest, den der Schüler bestehen muss, damit er zu uns in die Sportklasse kommen kann. Der besteht also aus 8 Bewerben. Es ist also Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Ausdauer und so weiter, wird also getestet, und wenn er eine bestimmte Punktezahl erreicht, dann kann er bei uns in die Sportschule gehen. Bei uns in der Schule haben sie 8 Stunden Sportunterricht. Das ist also der Schwerpunkt bei uns. Sie haben das ja auch mehr Stunden in der Woche. Und es sind also Schüler, die sportbegeistert sind, die bei Vereinen spielen, kommen also zu uns in die Schule. Und ein Schwerpunkt von uns ist die Grundlagenausbildung, sodass also später dann die
der Sport auf einem höheren Niveau ausgeübt werden kann. Wir haben alle Fächer in der Schule, alle Hauptfächer, Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Geografie, Geschichte und Sozialkunde. Wir haben sehr viel Sport, weil wir eine Sportschule sind. Wir haben aber auch ein zweites Steckenpferd oder ein zweites Fach, das ist Italienisch. Wir haben sind seit heuer das erste Jahr in einer neuen Mittelschule, also ein neues Mittelschulsystem. Die Kinder haben so im Durchschnitt 6 bis 7 Stunden, ab und zu aber auch Nachmittagsunterricht. Kochen und Werken zum Beispiel haben wir auch. Also, wie wir geklärt haben, kann sich jeder von Schülern mit diejeniger Sportart beschäftigen, die er oder sie mag. Die soziale Lage der Familie spielt dabei keine Rolle. Die soziale Unterstützung in Kärnten ist nur einer der Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die als Vorbild dienen kann. Aber es ist schon ganz andere Geschichte. Wir arbeiten jetzt in der Stadt Villach gerade an einem Leitbild für Integration, wie wir es nennen, also für Zuwanderer, die sich in Österreich niederlassen wollen oder niedergelassen haben, wo wir versuchen, ein Miteinander zu schaffen, wo wir ein gegenseitiges Lernen der Kulturen, der Religionen schaffen wollen, um einmal besser zu verstehen, den anderen auf beiden Seiten besser anzunehmen, um dann dieses gemeinsame Leben in der Stadt zu entwickeln. Wir haben also laufend Wettbewerbe, also Sportarten, Fußball, Basketball, Handball als Beispiele, dann Leichtathletik, Gerätturnen. Derzeit sind wir also Orientierungslauf schwerpunktmäßig unterwegs, also im Monat ungefähr 2-mal gibt es also Bewerbe, wo Schüler unserer Schule teilnehmen. Im Fußball sind wir also sehr stark. Wir spielen derzeit in der Schülerliga Fußball um den Kärntner Titel mit. Wir haben auch sehr gute Eishockeyspieler. Eishockey ist bei uns in Villach also eine bedeutende Sportart und wir haben also sehr viele jugendliche Eishockeyspieler bei uns in der Schule. Und ein dritter Schwerpunkt ist die Leichtathletik. Das ist eigentlich die Grundlage aller Sportarten. Die wird ebenfalls bei uns forciert und wir haben auch einen Leichtathletikverein, wo also Schüler unserer Schule dann bei Bewerben teilnehmen. Also, wie wir geklärt haben, kann sich jeder von Schülern mit derjenigen Sportart beschäftigen, die er oder sie mag. Die soziale Lage der Familie spielt dabei keine Rolle. Wir haben ein sehr intensives Sozialsystem, das heißt, es fällt niemand bei uns, wie wir das in unserer Umgangssprache sagen, durch den Rost. Das heißt, der Staat hilft jedem Einzelnen, dass er eine Grundfinanzierung zur Verfügung gestellt bekommt, eine Mindestsicherung, wie wir es nennen, von 754 Euro pro Monat. Das steigert sich je nachdem, wie viele Mitglieder, also Familienangehörige es gibt. Das wird praktisch vom Steuerzahler finanziert, einmal mindestens für 3 Monate und dann wird geschaut, ist der Mensch zurückzuführen in den Arbeitsbereich, ja, nein. Und wenn nicht, erhält er eine Dauerunterstützung. Also dieser Betrag, den hat jeder Österreicher, jede Österreicherin. Es gibt sozialen Wohnbau, das heißt, diese Wohnungen werden gefördert und sind natürlich von den Mieten kostengünstiger als private Wohnungen. Und hier gibt es auch Wohnbeihilfen, also wo noch einmal die Wohnung günstiger wird, weil das Land Kärnten zuschießt. Die soziale Unterstützung in Kärnten ist nur einer der Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die als Vorbild dienen kann. Aber es ist schon ganz andere Geschichte.